and that is Barreiro! How you celebrate your 100th Bundesliga appearance. Ein perfekter Tag, sehr, sehr schön. Alles gut gelaufen, sehr, sehr viele positive Glücksgefühle in mir drin, sehr schön. Und ja, ich bin einfach dankbar und glücklich, dass der Tag heute so schön gelaufen ist. Ja, sehr besonders, das erste Mal, dann an dem heutigen Tag, sehr, sehr schön. Ich bin jetzt schon lange hier beim Verein und es ist einfach schön, dass man diese Nähe zu den Fans auch hat und dann auch so einen schönen Moment zusammen feiern kann. That's incredible. No, he's so important for us, not only this game, and scored a good goal again, and the way he shields the defense is also part why we keep a clean sheet, so very happy for him. Sehr intensiv, sehr körperbetont, viele Zweikämpfe, viele zweite Bälle. So ist es, wenn man gegen ein Team spielt, das im Abstiegskampf ist. Und dann bekommt man auch mal was mit auf dem Weg und ja, mein Auge ist halt ein bisschen angeschlagen, sagen wir es mal so, aber das gehört dazu und heute überwiegt der Sieg und all die schönen Momente. Sehr gut, also ich meine, jeder Sieg fühlt sich einfach großartig an und jetzt gerade in so einer Phase zu sein, in der man so viele Spiele am Stück gewinnen kann, das ist natürlich richtig schön. Man merkt es auch in der Mannschaft, auch in der Trainingswoche, so die ganze Stimmung ist einfach ja, eine andere, als wenn man unentschieden spielt oder Spiele verliert. Man wird für die Arbeit belohnt. Ich glaube, man muss aber auch dazu sagen, jetzt, wenn man ein Spiel letzte Woche zum Beispiel nimmt gegen die Gladbacher, am Ende steht da ein 4-0, aber so deutlich hat es sich über weite Strecken im Spiel gar nicht angefühlt. Also, es war schon so, dass man auch das Gefühl hatte, ähnlich wie heute, man hat extrem viel liefern müssen, extrem viel sich reinhängen müssen, auch mal leiden müssen, indem man Phasen hatte, wo man vielleicht nicht ganz so den Zugriff hatte, speziell in der ersten Halbzeit. Da haben wir es halt geschafft, frühzeitig die Dinge ein bisschen klarer zu gestalten, indem wir unsere Chancen genutzt haben. Das ist uns heute leider nicht so gelungen, obwohl die Möglichkeiten auch da gewesen wären. Aber dennoch hat man einfach gemerkt, wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen. Wir verteidigen immer noch sehr konsequent und versuchen uns immer noch Chancen herauszuspielen. Und ich denke, das ist auch am Ende das A und O, also dass wir als Mannschaft einfach die Gewissheit haben, dass wir auch Spiele zu Null spielen können. Und das hat heute eben den Ausschlag gegeben. It's a good team effort, for sure. Everybody puts in the meters and puts their head or whatever it takes to defend the goal. And that's what you need to keep a clean sheet. And as a defender, it means a little bit extra to keep a clean sheet. So yeah, happy about it. Wir können schon, denke ich, mit breiter Brust nach Berlin fahren. Wir wissen, dass dort mindestens genauso hart wird, wie es heute gewesen ist. Dass in dem Spiel, genauso wie es auch heute der Fall war, Phasen geben wird, wo vielleicht nicht alles funktioniert. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass wir auch in Berlin ein gutes Spiel machen können und auch von dort Punkte mitnehmen können. We're very happy and proud of the last games and the one today. But yeah, we're not gonna stop now.